herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem letzten Action Haul habe ich euch diese Paper Collection gezeigt. Und da habe ich jetzt 10 Karten mit vorbereitet, weil ich wollte euch mal zeigen, dass das auch hier mitgeht. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ich hätte, glaube ich, sogar noch mehr machen können. Für die erste Karte habe ich einen Kartenrolling 10,5 x 15 cm. Habe mir dann hier, das ist so Papier, das ist kein Cardstock, aber das finde ich gar nicht schlimm, das kann man genauso aufkleben. Habe ich mir hier 10 x 14,5 ein Hintergrundpapier ausgeschnitten und dann habe ich hier, das war so eine fertige Karte, die habe ich mir allerdings ein bisschen kleiner geschnitten. Die konnte man sich so raustrennen und ich habe sie mir ein bisschen verkleinert. Ich kann euch auch sagen, wie groß, falls es euch interessiert, ist sie 8,5 x 11 cm. Ist es jetzt groß? Das klebe ich mir hier auf und dann möchte ich mir hier aus den Aufklebern diese Streifen noch dahinter kleben und abschneiden. Fertig ist Karte Nummer 1. Die würde ich auch jetzt so lassen. Da würde ich nicht noch mehr Glitzersteinchen drauf machen. Für die zweite Karte habe ich ein Kartenrolling. 10,5 x 15 cm. Einmal dieses Hintergrundpapier in 10 x 14,5 cm. Dann dieses kleine Rechteck. Das war auch so vorgestanzt. Das musste ich mir allerdings an den Seiten auch etwas abschneiden, weil das beim Falten irgendwie der Rand nicht so schön geworden ist. Dann möchte ich hier in die Mitte dieses Happy Birthday kleben, diesen Sticker. Und hier oben an den Rand möchte ich diese dunklen Wimpel hier benutzen. Wahrscheinlich werde ich die gerade hier oben dran kleben, das weiß ich noch nicht ganz genau. Fertig ist die zweite Karte. Für die dritte Karte habe ich ein Kartenrolling 10,5 x 15 cm. Dann habe ich hier, das war auch schon eine fertige Karte, die habe ich mir auch so ein bisschen kleiner geschnitten. Aber auch nicht viel. Da habe ich nur die fisseligen Ränder abgeschnitten. Also 9,3 x 12,1 ungefähr. Aber das ist auch Schnurz. Dann habe ich dieses kleine Rechteck und dann habe ich mir zwei runde Sticker auf weißen Cardstock geklebt und dann ausgeschnitten. Wobei ihr immer fragt, wie ich das ausschneide, hier eine ganz normale Nagelschere, so ein bisschen gebogen. Genau, die habe ich mir auf Cardstock geklebt und dann ausgeschnitten, weil ich die gerne mit Foam Tape ein bisschen anbringen möchte und das geht natürlich mit Stickern nicht ganz so gut. Thank you.
Und da ist auch schon die dritte Karte fertig. Hier habe ich zwei Lagen Foam Tape genommen, damit es ein bisschen höher ist als das hier in der Mitte. Aber das habt ihr ja gesehen. Für die vierte Karte habe ich ein Kartenrolling 15 x 10,5 cm. Dann habe ich hier dieses dunkle Papier in 10 x 14,5 cm. Habe mir hier diese beiden fertigen Kartstock-Motivpapier-Rechtecke genommen und habe die beide verkleinert auf 5 x 8 cm. Dann habe ich mir hier diesen kleinen Happy Birthday Sticker auch hier auf den Cardstock geklebt und noch nicht ausgeschnitten, das muss ich gleich noch machen. Und dann habe ich hier dieses lilane Stück genommen und habe mir hier mit dem Locher einfach so Punkte rausgestanzt. Mit einem ganz normalen Bürolocher und die bringe ich hier dann mit auf. Und fertig ist die vierte Karte. Karte Nummer 5 habe ich ein Kartenrolling 15 x 10,5 cm, dann 14,5 x 10 cm Motivpapier. Dieses Rechteck habe ich mir auch wieder ein bisschen verkleinert, das habe ich aber nicht abgemessen. Also 5,2 x 8. Das nehme ich und dann möchte ich noch diese Sticker benutzen und die möchte ich hier so von oben nach unten bauen. Fertig ist Karte Nummer 5. Für Karte Nummer 6 habe ich wieder ein Kartenrolling 10,5 x 15 cm. Dann habe ich hier einen Streifen in 15 x 8 cm. Habe mir hier dieses Rechteck aus Cardstock genommen. Und genau wie eben diese eckigen Sticker, die habe ich diesmal allerdings auf Cardstock aufgeklebt und schneidet mir die aus. Dann nehmt ihr natürlich am besten keine gebogene Schere, sondern eine gerade, weil ihr natürlich gerade Kanten habt.
Und fertig ist die sechste Karte. Für die siebte Karte habe ich ein Kartenrolling 13 x 13 cm. Habe mir hier einmal Kartstock in 12 x 12 cm ausgeschnitten. Und aus dem einen, Bogen diese und aus dem einen Bogen diese Sechsecke, die waren auch so zusammen. Da gibt es natürlich noch mehr, das kann man auch über die ganze Karte machen. Ich wollte jetzt diese drei benutzen. Die klebe ich mir jetzt hier so auf und dann kommt ein bisschen noch Glitzersteine drumherum. Fertig ist Karte Nummer 7. Für die achte Karte habe ich ein Kartenrolling 10,5 x 15 cm. Einmal 10 x 14,5 cm Motivpapier. Dann habe ich diese drei Blumensticker auf Kartstock geklebt und ausgeschnitten, wie vorhin schon mal. Und dann möchte ich noch diese Wimpelsticker hier benutzen. Und fertig ist Karte Nummer 8. Für die neunte Karte habe ich ein Kartenrolling 10,5 x 15 cm. Einmal Motivpapier in 10 x 14,5. Dann habe ich hier diese beiden Sticker auf Kartstock geklebt. Die schneide ich mir gleich noch aus. So rum möchte ich die Karte. Und dann kommt da noch dieser Sticker drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, mit dem Love. Bei dem Papier und auch bei den Stickern will ich mir die Ecken noch abrunden. Das mache ich mit meinem Eckenabrunder. Aber das ist natürlich optional.
Und fertig ist Karte Nummer 9. Für die 10. Karte habe ich ein Kartenrolling 10,5 mal 15 cm. Dann habe ich hier ein Papier in 10 mal 14,5 cm. Und diese zwei Tags rausgesucht, die werde ich hier dran machen. Dafür habe ich mir Jute-Seil geholt und das klebe ich dann hin. Da werde ich nochmal 3D-Klebeband hintermachen, dass die nicht hin und her rutschen, sondern nur angehängt aussehen. Das klebe ich mir hier oben fest und schneide mir das dann bündig hier an den Kanten ab. So, das habe ich trocknen lassen und abgeschnitten und fertig ist Karte Nummer 10. Ich zeige euch jetzt nochmal alle Karten nacheinander. Ihr könnt mir gerne schreiben, welche euch am besten gefallen hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Damit unterstützt ihr mich. Und falls ihr noch nicht habt, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, dann werdet ihr regelmäßig informiert, wenn es neue Videos gibt. Hier ist Karte Nummer 1 mit den folierten Streifen. Die zweite Karte, Karte Nummer 3, Nummer 4, die fünfte Karte, die sechste Karte, Karte Nummer 7, die einzige quadratische, Nummer 8, 9. und Karte Nummer 10. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und wünsche euch alles Liebe. Bis dahin. Tschüss.